Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zurück auf meinem Kanal. Vorab möchte ich mich für die lange Winterpause entschuldigen. Nun ab zum eigentlichen Thema. Heute kommt ein kleines Video zum Topspin. Das ist der wichtigste Schlag im Tischtennis. Machen wir nun weiter mit dem Schlagablauf. Ihr steht in der Schrittstellung da, bei Rechtshändern steht das linke Bein vorne, bei Linkshändern das rechte Bein. Also, anfangs verlagert ihr euer Gewicht auf das hintere Bein. Da ist auch die Kelle hinten, der Körper ist leicht eingedreht. Anschließend begebt ihr euch beim Schlagablauf vom hinteren Bein aufs vordere Bein. In dieser Bewegung führt ihr den Arm nach vorne in einer schnellen Zugbewegung. Bitte beachtet dabei kaum Vorschub. Ich meine damit nicht so, sondern einfach nach vorne verlagern und hochziehen. Versucht wirklich hier vorne den Kopf zu treffen, fast. Also bis hier oben, bis zu der Augenhöhe. Nun machen wir weiter mit diesem Schlag im Spiel. Nun zur Erklärung des Rückhand-Topspins. Ähnliche Ausgangslage, aber mit anderer Schrittstellung. Bei Rechtshändern steht das rechte Bein nun vorn, damit man hier optimal ausholen kann, auch bei Schmetterschlägen. Der Bewegungsablauf ist ähnlich. Man ist wieder hinten auf dem hinteren Bein, hat die Kelle hier wieder 45 Grad Winkel geschlossen. Man begibt sich nun wieder nach vorne, dreht sich nach vorne und dabei führt man diese Bewegung aus. Das kann man auch als Zugbewegung wieder ausführen. Dabei verleiht man dem Ball ein gewissen Spin, deswegen auch der Name Topspin. Diesen werde ich euch nun im Spiel zeigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut ruhig demnächst auch mal vorbei. Ich werde verschiedene Angaben machen, Spieltaktiken und noch ganz viele andere weitere Videos. Vielleicht werde ich demnächst auch mal eine andere Sportart anfangen. Vergesst nicht, dieses Video zu liken, wenn euch das gefallen hat, oder mich zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Jumper.